Halli, hallo, hallöchen, herzlich willkommen zurück bei GTA. Heute mal im Moment alleine, weil ich möchte dir heute ein paar Infos zu GTA zukommen lassen, die gar nicht so ohne sind. Ein paar Tricks, paar Tipps, was ich so im Laufe der Zeit mitbekommen habe und die unter anderem sagen, wie du an dieses Schätzchen hier rankommst. Das ist der Phoenix. Der ist jetzt in der Sonderedition. Auch die Farbe ist original. Was ich gemacht habe, ist die zweite Farbe in Carbon. Und zwar ist das der Phoenix. Da stand es gerade Importe Phoenix Muscle Car. Nee, Muscle Car. North Chumash oder so. Okay, wie du an den rankommst, wo es den gibt, das alles zeige ich dir in diesem Infovideo. Außerdem, wie du gut Geld verdienen kannst. Und dazu begebe ich mich erstmal zurück nach Los Santos und melde mich gleich wieder. Bis dann sage ich ciao mit, mit gar nichts, weil wir sind ja gleich wieder da. Und da sind wir auch schon wieder zurück und wir fahren jetzt ins Zielgebiet hinein zum ersten Punkt, den ich dir zeigen will. Dazu fahren wir hier in diese Straße hinein. Ich zeig dir das gleich nochmal genau auf der Karte. Hier, wo dieses Pferd ist, das musst du dir merken, weil hier an dieser Stelle stehen immer ganz, ganz fette Karren, weil der Besitzer von diesen Laden hier, der hat immer ganz fette Karren. Du kannst dir diese Karren nicht zu eigen machen, das sage ich dir gleich. Aber du kannst damit rumfahren und zwar relativ simpel. Manchmal steht auch der Adder hier, also das kommt immer drauf an. Ich zeig dir mal genau an der Map, wo das ist. Und zwar, wenn wir ein bisschen rauszoomen als erstes, ist das hier oben in dem Bereich. Also wenn du die Map hier hast, hier in dem Bereich und ganz genau hier an diesem Punkt, kannst du dir gut merken, hier ist ein Friseur, hier ist ein Klamottengeschäft, das sieht aus wie eine 4 und hier genau in der Mitte vom untersten Streifen, da sind wir jetzt und da können wir theoretisch hingehen. So, gehen wir über die Straße und da stehen immer ganz coole Karren, ah die Klappe, da stehen immer ganz coole Karren, das Gute ist, wir nehmen den jetzt mal, das ist ein Rapid Bullet Supersportwagen. So, machen wir jetzt natürlich das Radio an, aus oder nehmen wir Sonky Mucke. So, dann heizen wir mal kurz um den Block. So. Sehr gute Fahreigenschaften hat er. Flugeigenschaften passen auch. Kannst du richtig schön angeben. Du kriegst ihn aber leider nicht in deine Garage rein. Also macht er keine Hoffnung. Upsala, mit dem Flug erwischt. Aber du hast erstmal keine Sterne. Und hast eine Superkarre unterm Arsch. Wenn du nicht gerade nach hinten guckst. Okay, wir bringen den mal zurück. Und in der Regel spawnt die Karre wieder neu. Und müsste entweder die oder ein anderer da sein. Wie gesagt, wir gehen einfach zu unserem Car zurück. Oh, ich mach das mal eben schnell, das dauert ja nicht lange. Kurz hier runter. Kurz links. Kurzen Bogen und dann gib ihm. Upsala! Ja, mit so einem Supersportwagen hast du natürlich eine super Knautschzone. Wow, 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 wow. Guck mal hier, da ist doch der Phoenix. Der ist es der Phoenix? Was ist das für einer? Warte mal eben. Oh, wow, wow, falsch ausgestiegen. Mal gucken, ob wir den auch tunen können. Das machen wir jetzt einfach mal live. Geh weg, Opa. Da vorne ist er nochmal in Rot. Warte mal, in Rot sieht er noch besser aus. Geh weg, Opa. So, wir nehmen mal Uschi den Roten weg. Mal eben gucken, ob wir mit denen was anfangen können. Oh, wir haben Sternchen. Er ist nur einer. Wow, 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 der geht aber gut ab. Wir können auf jeden Fall in die Garage reinfahren. Rapid Dominator. Sieht eigentlich auch ganz gut aus.
Der ist bestimmt noch ganz gut tunbar. Erstmal reparieren wir den. Was kostet der, wenn wir den verkaufen? 3500 ist ja gar nichts. Wie sieht's aus mit Tuning? Kühlergrill. Ja, ja. Nö. Nö, war nix. Können wir zurückbringen. Weil ich will den nicht verkaufen. So verkaufen möchte ich dir noch ein ganz anderes Auto zeigen. Haben jetzt mal repariert. Scheint wohl doch eine Serienkarre zu sein. Und ich melde mich gleich, wenn ich wieder an unserer Stelle mit dem Pferd bin. So, da sind wir auch wieder und steigen wir aus der Karre aus. Ist Standard. Hier steht schon wieder der nächste. Aber ich glaube, der ist nicht fett. Gucken, wie es da drüben aussieht. Naja. Nö. Okay, also die Stelle kannst du dir auf jeden Fall merken. Hier stehen immer super Sportwagen rum. Ich zeige sie dir nochmal. Einfach an einem Pferd orientieren, entweder auf der Seite oder eben auf dieser Seite hier. So, das war Punkt 1. Jetzt zeige ich dir mal, wo der hier spawnt. Natürlich in schön. Und dazu müssen wir eine kleine Tour machen. Und zwar zeige ich dir das erstmal auf der Map. Hier unten. Im Hafengebiet. Irgendwo hier sollte er immer stehen. Ich habe Leute erlebt, die haben da ewig gebraucht, den zu finden. Wir fahren mal dahin. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Und der ist da wirklich in dieser Ausstattung. Und der geht, ich zeig dir das mal, die Fahreigenschaften von dem Phoenix. Die sind einfach gigantisch. Der geht richtig gut ab. Der bricht ein bisschen aus in den Kurven. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber wenn er fährt, dann fährt er. Oder auch nicht. So, jetzt ruckelt es ein bisschen. So, ich hoffe, das beruhigt sich jetzt wieder ein bisschen. Wir haben uns eh verfahren. Ich glaube immer noch, dass das Traps ist, der das Ruckeln verursacht. Weil die Karre ist einfach wirklich sehr schnell. Und der lädt dann halt ewig nach. Das war die Ampel. Ach, halt die Fresse. So, wir fahren mal in die Richtung. Alter, geh mir doch nicht auf den Sack. Und du geh von der Straße runter, bist bescheuert. Na komm, versuch's. So, ich hoffe, dass ich den mal richtig auf Zahn kriege. Oh, Alter. Ja, wir gehen ja gleich auf die Schnellstraße. Also wir ruckeln uns hier wirklich durch die Gegend. Da hast du gesehen, der bricht gut aus in den Kurven. Ist aber auch schnell wieder unter Kontrolle. Ich bin eigentlich kein Typ, muss ich sagen, der auf dieser alten Karren steht, aber der geht echt gut ab. Ich gebe gleich Holy Fuck it. Ich wusste gar nicht, dass Fraps... Wow, wow, wow. Dass Fraps so ein Ressourcenfresser ist. Ja, liegt tatsächlich an Fraps. Ich habe es ausprobiert. Also jetzt fängt es wieder an zu ruckeln. Muss ich mal gucken, ob ich da ein anderes Programm noch kriege. Bin ich schon dran. Aber wie gesagt, der hat ganz gute Fahreigenschaften. Der Phoenix, jetzt zeige ich dir, wo der spawnt, theoretisch, wenn er da ist. Wenn du den schon hast und findest ihn trotzdem nochmal, nimm ihn nochmal mit, der bringt richtig Geld. Wow, 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 hier ist noch falsch. Sobald es schnell wird, fängt er an zu spacken.
Ja, siehst du sofort. Okay, dann fahren wir mal aufs Gelände. Hier ist ein Parkplatz. Und hier auf diesen Parkplätzen musst du dich echt umgucken. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo das war, wo der gespawnt ist. Ich will selber halt mal gucken. Ich glaube, hier war das. Ja, hier auf dem Parkplatz spawnt der. Den gibt's auch noch in Schwarz. Im Moment natürlich leider nicht. Ich habe den auch nicht gesucht, das war der Witz dabei, weil ich habe das gelesen, da hat einer gesagt, ich habe da 6 Stunden für gebraucht und so weiter. Da habe ich gesagt, nö, da tue ich mir jetzt nicht an. Und ja, plötzlich kam er. Können wir mal weiter gucken hier. Warte mal. Weil viele sagen, den Phönix gibt es ja überall, das stimmt, aber nicht in der Ausstattung. Und der ist wirklich gut tunbar. Wie gesagt, Glasdach habe ich hier reingemacht. Und so weiter. Und so fort. Ja, soviel zum Phönix, der wie hier gesagt im Hafengelände spawnen soll. Und auch spawnt. Und den ihr dann ganz einfach normal in eure Garage mitnehmen könnt. So sieht er kaputt aus. Schau dir mal an. Ich habe jetzt ein Glasdach ausgewählt, musst du nicht. Du kannst auch diesen Lufteinlass auf der Motorhaube, kannst du einen ganz anderen wählen. Dann kannst du dir dann nach deinen individuellen Bedürfnissen zusammenstellen. Gut, jetzt fängt es an zu regnen. Ich habe ja zum Glück Glasdach. Ich melde mich gleich vom nächsten Tipp wieder. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder ein Stück weiter. Ich war nämlich jetzt mal in meine Garage hinein. Auto hat nicht mehr so viel gelitten, ist alles okay. Und ich möchte dir in meiner Garage noch einen Wagen zeigen. Oh, fahren wir schon mal rein. Ins Appartement. Die Garage. Das ist immer die beste Reparatur. Einfach mal reinfahren, schon ist er wieder sauber. Da steht er. Nämlich das gute Stück hier. Den gibt es hier ganz oft. Das ist ein Elektroauto. Fahren wir den mal kurz. Auch sehr, sehr geile Fahreigenschaften, muss ich sagen. Der ist auch super flüsterleise. Der Schiebe Search Limousine. Sieht auch cool aus, pass mal auf. Mach mal an. So, mach mal kurz Licht. Richtig aufgetunt. Coole Farbe rein. Geht der ab wie ein Senf. Ich weiß nicht, wie es bei Regen ist. Ich habe den bei Regen noch nicht getestet. Testen wir mal. Gehen wir mal auf die Gerade runter. Ne, wir fahren hoch, ist besser. Ja. Hallo. Eismann oder was immer du bist. So, wir fahren mal auf die Gerade, um mal ein bisschen Gas zu geben. Der ist natürlich flüsterleise. Das war der Motorradfahrer. Boah, macht Latz, Mädels. Ja, ist okay. Also die Endgeschwindigkeit ist jetzt nicht so wie beim Phoenix, aber der ist halt flüsterleise. Ja. Und geht auch wirklich gut ab. Zumindest so, dass Fraps nicht hinterherkommt. Den gibt es aber relativ häufig, das ist kein seltenes dieses Auto. Aber wenn du gerne umweltbewusst auch bei GTA fahren willst, guck mal da, das ist noch ein Phoenix. Schauen wir mal, was der Phoenix bringt. Da ist er in Grau, warte mal, den holen wir uns mal. Muschi, warte mal. Ach, komm mal die Klappe. Nee, das ist ein Innocence. Ein Strawberry. Okay, wir fahren einfach mal. Und gucken mal, was der bringt. Weg da. Der ist so ähnlich wie der Phoenix, aber ist nicht dasselbe.
testen wir einfach mal ganz spontan, was der an Kohle bringt. Yippie! Wow, 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 wow. Ja, komm. Einmal davon. Wo fahren wir jetzt hin? Ich muss jetzt mal überlegen. Warte mal, ich glaube hier rechts. Hier ist irgendwo ein Shop. Ich glaube hier wieder runter, oder? Jetzt gucke ich mal schnell auf die Map. Warte mal eben. Sü, wo bringen wir den mal schnell hin? Ja, machen wir es am besten so. Ich melde mich, sobald ich das... Ach nee, hier ist ja was. Ich wollte gerade sagen, ich melde mich, sobald ich das Auto abgegeben habe, aber... Fahren wir hier hoch. Das ist zu weit gefahren, okay. Achso, wir müssen ja mal ein bisschen Musik umstellen. Warte mal. Ja, genau. Oh, wir haben keinen Empfang mit unserem Self-Radio. Ja gut, dann machen wir es aus. Also die Fahreigenschaften sind ähnlich wie der Phoenix. Nur ist halt kein Phoenix. Ich habe auch keine Ahnung, was der bringt. Das sehen wir gleich. Du weißt ja, dass du bei GTA Autos verkaufen kannst. Boah, ruckel dich da rein, komm. Ich liebe Fraps. So, einmal kurz wenden. Und dann mal reinfahren. Und schauen wir mal, impotente Phoenix, auch impotent Phoenix Muscle Car. Doch, schauen wir mal, was der bringt. Verkaufen. 1600 ist ein Witz, oder? Kannst du knicken. Da habe ich aber was Besseres. So, deswegen fahren wir gleich nochmal zu meiner Garage. Dann zeige ich dir was Besseres. Wieso ist das Radio eigentlich schon wieder an? Manchmal wundern sich einige, warum das Radio nicht zu hören ist. Das ist wirklich so gemacht, dass es wirklich Gegenden gibt, wo kein Radioempfang ist. Mal gucken, wo ich bin. Warte. Darüber müssen wir hin. Ich glaube, die nächste wieder links. Halt die Klappe. Ja, da müssen wir hin. Also lassen sich eigentlich gut steuern, die Karren. Übersteuert schnell, auch in der Kurve, aber ist in den Griff zu kriegen. Alter, bist behindert. Ja, so geht's auch. Sind wir schon vorbeigefahren? Nö. Hier nach der Brücke, glaube ich, kommt das Apartment. Moment. Ist hier völlig falsch. Ich muss zu meinem Haus. Ist da. Da runter. Wow! Jetzt habe ich auf die Karte geguckt. Ja, ist nichts Schlimmes. So, warte mal. Das war jetzt Unfall. Egal. Heißt ja nicht umsonst GTA Fail. Aber heute halt mal mit Tipps, die du für dich nutzen kannst oder auch nicht. So, wir fahren mal schnell. Halt die Klappe. Und weiter geht's. Ach, halt die Klappe. So, nächstes links. Shit. Das ist ein Auto für 3000. Mir da wurscht. So, einmal wenden. In qualifiziert drei Zügen. Ach, da ist ja auch das Häuschen. Na, ist klar. Komm, geh weg. Gut ausgewichen, die meine liebe KI. Mal sehen, ob wir hier runterbrettern können. Hoppa! Danke, reicht. Gut. Ja, ja, Simeon möchte immer bestimmtes Fahrzeug haben. Machen wir nachher. So, wir gehen mal in die Garage wieder rein. Und da ist nämlich noch ein Baby drin. Und dieses Baby bringt richtig Kohle. Und ich zeig dir mal, wo der spawnt. Und zwar...
Der gefällt mir nur von der Optik her. Mir fehlt aber einer hier, der das Elektrokaffee hat noch. Der hier. Und zwar spawnt der in blau und in gelb. Der blaue sieht vom Grundsatz her aus wie der. Ich habe halt einen anderen Lack drauf gemacht und habe auch ein bisschen umgestaltet. Wichtig hierbei ist, wir müssen noch ein bisschen warten. Der spawnt immer erst gegen Mitternacht. Ich fahre mal an den Spawnpunkt, zeige ihn dir auf der Karte und dann schauen wir mal, ob wir das Auto erwischen und ob wir es verkaufen können. In diesem Sinne würde ich sagen, bis gleich. Okay, Freunde, da sind wir zurück an dem Spawnpunkt für besagtes Auto. Und zwar kannst du dir das gut merken. Hier hoch geht's zu den Luxus-Apartment. Da steht, das ist Luxus-Apartment, dieses riesenhohe Gebäude. Und da ist diese Schlonberg-Sachs, ich weiß nicht, ob das Versicherung ist oder was. Ich zeig dir das mal auf der Map, wo das genau ist. Wir sind hier und der spawnt in dem Bereich von hier ungefähr. Also hier bis hierhin. Ich zeig dir das nachher, indem wir abends einfach mal eine Runde fahren. Mal sehen, welcher von beiden spawnt. Müssen wir noch ein bisschen warten. Wenn du wissen willst, wie spät es in-game ist, einfach aufs Handy klicken. Aktuell ist es 19.27 Uhr. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit und ich melde mich gleich wieder. Bis gleich. Okay, Freunde, es ist jetzt 21 Uhr. Es sind noch 3 Stunden Zeit, aber ich zeig dir schon mal, welche Route du mal abfahren musst. Also das ist eigentlich ganz einfach. Da ist dieses riesen Apartment. Das kennt jeder, das sind Luxus-Apartments. Und du startest im Prinzip ab... Ich fahre mal kurz verkehrsgetreu. Und zwar ab hier ungefähr. Hier kannst du wenden schon. Und das Ganze hier rüber. Hier rüber. Bis ungefähr hier hin, wo dann im Prinzip die Wiese aufhört. Hier kannst du schon wieder drehen. Und... Wenn natürlich viele Leute, oder wenn du jemand hier hast mit dem Gelben, dann wird auch dieser Gelbe spawnen. Wenn der Gelbe jetzt kommt, würde ich ihn eh einlagern bei mir. Es spawnen theoretisch immer der Blaue und der Gelbe. Ich habe es einmal erlebt, dass der Gelbe nicht kam, aber ansonsten kommen die eigentlich... Die können auch 2- bis 3-mal spawnen, je nachdem. Du musst halt nur schnell sein. Also der eine ist blau und der andere ist gelb. Und für alle, die wissen wollen, was das hier ist, muss ich mein Handy zumachen. Ah, oh, es geht ja nur mit... So... Gib mein Handy nicht zu. Das ist der Sentinel XS. Da hinten steht es auch. Der Sentinel XS als Coupé. Und wie gesagt, einfach hier 21:52 schauen wir es. Wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen rum. Und schauen mal, ob der Sentinel uns nicht irgendwo begegnet. Da ist der Gelbe. So, Freunde, da ist der Gelbe. Mal, Uschi, geh rüber, ich brauch den Gelben. So, da ist der Gelbe. So, den kannst du dir holen. So, jetzt holen wir den. Ich wollte den eh haben, von daher ist es jetzt egal. Mal eben schnell. Kurz Peilsender und Versicherung drauf und dann geht's direkt weiter. Hier hast du auch direkt einen Shop. Wenn es nicht ruckelt, kommst du hier auch fehlerfrei rein. Jawohl, ja. So, das ist der Gelbe. Übermacht Sentinel XS, so heißt er, genau. Oh, ich zeig dir das mal ganz kurz. Wenn wir jetzt reparieren. 375, würde ich den jetzt verkaufen, so wie er ist. 14.000. Machen wir aber nicht. Wir machen... Und Versicherung drauf und tschüss, damit ist er unser. Und fahren auch direkt wieder hoch. Übrigens eine sehr geile Karre. Auch in diesem wunderschönen Gelb. Wenn wir Glück haben, wenn wir jetzt wirklich viel Glück haben,
spawnt vielleicht der Blaue auch noch. Weil wir ja unseren Blauen da oben gelassen haben. Schauen wir mal eben. Da ist er nicht. Es wird auch langsam wieder hell. Aber den kannst du dir holen und wie gesagt, kannst du dir x-mal holen für 14.000 dann wieder verkaufen. Das ist mal eben schnell 14.000 Dollar gemacht in relativ kurzer Zeit. Kann sind wahnsinnig gut und wahnsinnig schnell. Wie gesagt, der eine ist getuned, der andere nicht. Und wenn er heute nicht gespawnt ist, morgen um dieselbe Zeit spawnt er wieder. Such dir am besten leere Session, wo keiner drauf ist. Und dann kannst du Spaß haben mit dem Auto. In diesem Sinne würde ich sagen... Spiegel ist kaputt. Fahren wir den nochmal. Nee, ich glaube nicht, dass der nochmal kommt. Nee, jetzt wird's hell. Sobald es hell wird, kannst du knicken, dann ist es gelaufen. Aber wie gesagt, das war für eine relativ kurze Zeit mal eben schnell 14.000 gemacht. Wenn man den verkauft. Oder verkaufen will. In diesem Sinne sage ich dir noch einen schönen Tag. Wenn du auch mal irgendwelche Tipps gehört hast und wir sollen mal prüfen, ob die stimmen. Ich weiß, dass es noch einen gelben Truck gibt. Den habe ich aber noch nicht und ich möchte euch nichts zeigen, was ich selber nicht habe. Ja, dann schreibt mir das in die Kommentare und dann mache ich das auch. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit deinem Zongi GameJ. Mit dem ersten GTA-Tipp-Video, wenn ich noch mehr Tipps habe, werde ich sie dir mitteilen. Ja, dann viel Spaß in GTA und bis dann. Ciao!